Herzlich willkommen bei Le Gourmand, das Genießermagazin. Wir sind heute im Hotel Parsina in der Nähe von Treviso. Das ist ja im Veneto auf dem Wege zwischen Conegliano und Venedig. Wir sind jetzt hier auf unserer Tour von München nach Venedig immerhin bis hierher schon gekommen und haben heute ein ganz großes Stück unserer Etappe bewältigt. Und ich habe das Zimmer Carlotta bezogen. Die Zimmer haben hier wunderschöne Frauennamen. Und es ist jetzt nichts Großes, aber es ist sehr schön. Hat einen schönen Geschmack und einen schönen Charakter. Es ist ein kleines Landhaus eigentlich. Das Hotel ist auch nichts ganz Großes. Darum zeige ich euch jetzt hier mal so. Da ist also der Schrank, den wir uns auch gleich mal anschauen. Gut, Sammelsurium an Bühlen. Und da unten ist ein kleiner Safe. Kann man jetzt bei der Dunkelheit gar nicht richtig sehen. Ne? Es gibt noch ein paar extra Decken. Dann haben wir, klar, hier das schöne große Bett. Zwei kleine Nachttäschchen, Telefon. Und dort haben wir den Flatscreen-Fernseher mit einer Minibar. Ja, mit einer kleinen Minibar, in der allerdings nur eine Wasserflasche drin ist. Aber immerhin, es gibt einen Kühlschrank, in dem man seine eigenen Sachen unterbringen kann. Da ist der Flatscreen-Fernseher. Ein schöner großer Spiegel, der das Zimmer nochmal ein bisschen größer macht. Eine riesig große Garderobe. Hier ein Kofferplatz, der allerdings für meinen Koffer ein bisschen zu klein ist. Und das ist das Zimmer auch schon. Werfen wir noch mal einen Blick ins Badezimmer herein. Natürlich mit Klo und BD. Dort haben wir dann die Dusche. Ein ganz netter, schöner Waschtisch. Und auch ein großer Spiegel. Und oh, sehr schöne Kachelarbeiten hier. Das Hotel hat durchaus einen sehr eigenen Charme. Gleich unterm Dach gelegen. Die Zimmer sind auch klimatisiert, was bei der Hitze draußen sehr angenehm ist. Ich sehe hier jetzt allerdings nur eine Seife. Gibt es auch ein Duschbad? Ja, hier, da gibt es da hinten in der Dusche, gibt es so ein paar Plastiktütchen mit Duschbad. Okay. Und dann möchte ich euch noch den Blick nach draußen zeigen. Der ist nämlich sehr idyllisch. Das Hotel, wie gesagt, ist etwas außerhalb gelegen auf dem Lande und wir haben hier, wenn wir das Fenster öffnen und die Läden zur Seite klappen, kommt nicht nur die Hitze rein, sondern auch das schöne Plätschern des Springbrunnens da unten im Garten. Und ja, wir sehen irgendwie so schön draußen aufs Land raus, ein paar Maisfelder und ja, Kornfelder rundherum. Und das ist eigentlich eine sehr schöne Ecke. Leider kann ich euch nichts über das Restaurant sagen, denn es ist heute geschlossen. Jedoch, und das finde ich ist ein großes Qualitätsmerkmal, ist das Hausmitglied bei Eurotox, die für mich schon allein für eine exzellente Qualität stehen. Und wenn der Koch sich den Eurotox verspricht, ist das ein tolles Zeichen. Und an der Rezeption und Bar unten war eine exzellente Auswahl an Whiskys und anderen exzellenten Spirituosen. Außerdem produziert die Familie ihren eigenen Prosecco. Das mal so viel gesagt. Aber zu einem weiteren werde ich euch nichts sagen können, denn heute und morgen ist die Küche geschlossen und wir werden also morgen nur Frühstück bekommen. Das soweit hierzu, zu dem Hotel Parsina bei Treviso. Und ich bin gespannt, wie es uns weiter ergehen wird auf unserer Radeltour von München nach Venedig. Ciao und Servus und alles weitere steht auf www.legourmand.de.